Hallo, liebe Freunde. Ich habe gerade ein Paket erhalten, von dem ich nicht für möglich gehalten hätte, dass es jemals ankommen wird. Diejenigen, die meine Reise hier schon ein bisschen länger verfolgen, haben ja mitbekommen, dass ich meine wunderbare, teure Sony-Kamera vor ein paar Wochen, ich glaube 500 Meter vom Berg hab fallen lassen. I'm the most stupid guy on the planet. I just lost my 2000 € camera. Bouncing down the rocks and it wouldn't stop and it went all the way down. Oh, how can you be so stupid, man? Und dann in einer waghalsigen Rettungsaktion die Überreste geborgen habe, was super riskant war. Kamera war natürlich komplett zerstört und vor allem das Objektiv komplett zerschmettert. Aber in meiner, ja, Verzweiflung habe ich mir gedacht, so, ja, okay, es kann ja nicht schaden, ich könnte sie ja mal einschicken. Und jetzt hat das ungefähr einen Monat gedauert. Und angeblich ist sie jetzt hier und hat wirklich diesen unfassbaren kranken Sturz überlebt. Und das ist einfach nur der Wahnsinn. Also wenn das jetzt wieder funktioniert, würde ich sagen, Sony-Kameras, Respekt. Also das ist schon krank, was mit der Kamera passiert ist. 500 Meter irgendwo in ein Steinkuloar reingefallen. Und jetzt habe ich sie wieder hier in meinen Händen, ne? Oh mein Gott, das ist fast so, wie als würde man was Neues auspacken. Da ist sie. Und was halt komplett kaputt war, vor allem, war der Bildschirm. Und da ist ein neuer Bildschirm dran. Also wenn das funktioniert, das wäre natürlich der Oberhammer. Das probieren wir jetzt direkt mal aus. Wahnsinn, der Bildschirm geht. Dann drehen wir das Ganze mal auf Film und wechseln jetzt mal die Ansicht auf Kamera. Und hallo, das ist sie, meine Freunde. Ich habe meine Kamera zurück. Unglaublich. Auf dem Weg jetzt, in einem ganz schäbigen Video, sage ich von Herzen vielen, vielen Dank für diejenigen, die tatsächlich Geld auf meinen Aufruf gespendet haben, damit ich mir eine neue Kamera kaufen kann. Und natürlich auch vielen Dank an meine Family und an meine Boys, die mir Geld zum Geburtstag geschenkt haben für eine neue Kamera. Ich muss mir jetzt zwar keine neue Kamera kaufen, aber habe natürlich trotzdem einen riesen finanziellen Schaden dadurch. Also mein Objektiv ist ja komplett zerstört. Da geht wirklich gar nichts mehr. Also, wenn ich das einschicke, dann werde ich, glaube ich, ausgelacht. Aber die Kamera muss ich zumindest nicht komplett ersetzen, aber die Reparatur hat mich natürlich jetzt auch mehrere hundert Euro gekostet. Dementsprechend habe ich das Geld natürlich trotzdem wunderbar angelegt. Also vielen, vielen Dank an diejenigen, die da wirklich mich supporten und mir tatsächlich Geld geschickt haben. Das ist echt der Wahnsinn. Bin gerade mega happy, dass ich meine Kamera wieder habe und jetzt endlich mal wieder produzieren kann und weiter daran arbeiten kann, dass ich wieder geile Filme machen kann für euch. Also, vielen Dank von Herzen, ihr seid die Besten. Und ja, jetzt gehe ich gleich mal wieder in die Arbeit, produziere was Schönes und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.